Hi, herzlich willkommen. Heute erzählen uns Civilian, Gavin und Bernie vom Fawn Operations Center ein bisschen was über die technische Realisierung der wundervollen Fawn-Infrastruktur, die wir hier auf den Chaos-Events genießen können. Viel Spaß. Hi. Hallo. Ja, vielen Dank für die Intro. Hallo alle zusammen. Wir freuen uns, dass ihr hier so zahlreich erschienen seid. Ich bin der Gavin, neben mir steht der Civilian und als letztes in der Reihe der Bernie. Und wir erzählen euch heute so ein bisschen was zu den Dingen, die so eigentlich jetzt in den letzten 4 Jahren tatsächlich passiert sind, weil das ist das letzte Mal gewesen, dass wir ernsthaft irgendwie über das Thema geredet haben. Deswegen, was ist hier, was ist der State of the Föhn? Wir haben den zwischenzeitlich irgendwann mal so gemalt. Aber eigentlich wollen wir darüber reden, was wirklich passiert ist. Was ist so in der Vergangenheit passiert? Vielleicht nochmal als kleiner Rückblick, mit dem es losgehen soll. Wir haben mit dem sogenannten POC 2.0, also mit der Anlage, die nicht mehr Alcatel basiert ist, eigentlich im Easter Hack 2018 begonnen in Würzburg. Da haben wir das erste Mal diese Anlage aufgebaut, basierend auf Basisstationen von der Firma Mitel in dem neuen Setup. Wer da war, erinnert sich, das war größtenteils funktional, hatte noch so den einen oder anderen kleinen Knackser, insbesondere in der DECT-Registrierung. Da hatten wir ein bisschen Spaß zusammen mit euch. Aber generell hat sich die Anlage da das erste Mal bewährt und es hat sich auch bewährt, für uns neue, größere Änderungen so im Kontext vom Easter Hack auch wirklich anzugucken, zu prüfen, zu testen, um für die größeren Events gewappnet zu sein. Dann waren wir damit beim EMF, also beim Camp in England. Das hat ganz gut funktioniert. Und letztlich waren wir dann das erste Mal auf einem richtig großen Event beim 35C3 mit der neuen Anlage. Und die Anlage hat das sehr gut durchgehalten. Ich weiß gerade nicht mehr genau die Details, aber wir waren, glaube ich, an Tag 2 schon mit den DECT-Registrierungen deutlich über dem, was wir mit der Alcatel-Anlage vorher bis zum Ende des Events geschafft haben. Also so das größte Problem, was wir hatten, nämlich die Registrierung, war wirklich gelöst. Die Anlage lief eigentlich auch einigermaßen stabil. Und der SC, der hier heute im Publikum sitzt, hat damals am Open Infrastructure Orbit was erzählt zu Eventphone früher heute Morgen. Wer sich dafür interessiert, wirklich die Historie nochmal irgendwie besser zu sehen, insbesondere auch mit im Hinblick darauf, was wir mit der Alcatel-Anlage früher hatten als System, der sei an der Stelle darauf verwiesen. Darüber wollen wir heute nicht so viel reden. Wie ging es denn dann weiter? Wir waren beim Easter Egg in Wien und haben da tatsächlich so das erste Mal darüber geredet im Detail, wie dieses neue Setup mit dem Mitel-System funktioniert. Deswegen wollen wir heute eigentlich auch nur darauf verweisen und ein bisschen mehr, wenn euch die Details interessieren, auch wirklich zu sagen, guckt euch den an, den gibt es dank des VOG auf mediaccc.de. Ich gebe euch gleich nochmal einen kleinen Überblick, aber wirklich die Details sind da zu finden. Das ist heute mehr so ein Update-Vortrag. Dann waren wir damit beim Camp vor 4 Jahren jetzt und so die Fassade bröckelte so ein bisschen. Wir waren dabei, mehr Features zu implementieren, die alte Anlage irgendwie so hatte. Es gab Probleme mit Callgruppen, es gab Probleme wirklich das zu maintainen und basierend auf dem alten System, wo uns klar wurde, wir müssen eigentlich irgendwie was tun, aber wir wollten dann nicht den großen Wurf bis zum 36C3 machen, sondern haben dann lieber noch ein bisschen an dem Mitel-System geforscht und hatten dann tatsächlich den MyFail-Vortrag beim 36C3. Da hat der Civilian euch ein bisschen was darüber erzählt, was in dem Krypto-Protokoll zwischen den Antennen und dieser SIP-DECT-Komponente von Mitel eigentlich kaputt ist und wie wir es geschafft haben, da den Traffic zu intercepten und wie man da Spaß mit haben kann. Dazu würde ich euch auch wirklich auf den Vortrag verweisen, auch mediaccc.de. Da hatten wir viel Spaß, aber gleichzeitig auch eine gute Zusammenarbeit mit der Firma Mitel, die Probleme jetzt ja größtenteils gelöst hat seitdem. Kleiner Reminder, wie ist unsere Architektur aufgebaut? Wir haben eigentlich so einen Server und ein kleines Network, in dem unsere Sachen laufen. Da findet ihr diese OM-Komponente, das ist der Open Mobility Manager, das ist eine Komponente von Mitel, die mit den RFPs, den Radio Fixed Parts, also den DECT-Antennen, redet. Und für
die echte Telefonie benutzen wir Yate als Telefonie-Engine. Und wir haben das so ein bisschen geclustert schon nach den unterschiedlichen Use Cases. Also wir betreiben für die unterschiedlichen Arten von Telefonen jeweils eine Instanz von Yate, also einen für SIP, einen für DECT und dann auf größeren Events auch noch einen für GSM und für irgendwie so Premium-Kunden. Aber Details, das ist, glaube ich, nicht so relevant. Also es gibt verschiedene von den Instanzen von Yate. Die haben hintenrum so eine Datenbank, wo die Accounts verwaltet werden und wo auch die Telefonnummern, das Routing und so gemacht wird. Und wir haben damals schon, als wir das neu aufgebaut hatten, das auf Basis von Ansible gebaut. Also Ansible als Konfigurationsmanagementsprache, um die ganzen einzelnen VMs, die letztlich also jedes von diesen Dingen läuft auf so einer einzelnen VM, um die zu konfigurieren, hatten wir damals schon auch da ein Ansible. Und jetzt natürlich die Frage, wie kriegen wir unsere Daten da rein? Da sieht unsere Architektur eigentlich so aus, dass es diese Manager-Komponente, hier kurz MGR, gibt. Und die hat so einen bidirektionalen Event-Stream zu unserer Webseite, dem Guru 3. Und jedes Mal, wenn ihr euch einen Account klickt im Guru 3, wird da ein Event erzeugt, der wird vom MGR verarbeitet und legt dann die entsprechenden Accounts in den Hintergrundsystemen eigentlich an. Und wenn entsprechende Events in der Anlage generiert werden, wie irgendwer registriert ein neues Telefon, ruft sein DECT-Token an, um das dann zu assignen, werden auch wieder Events zurückerzeugt. Und deswegen könnt ihr zum Beispiel im Guru sehen, welches von euren Handsets mit welcher Telefonnummer assoziiert ist. Und basierend auf dem Startpunkt, das ist im Wesentlichen das System, was wir im 36C3 hatten, war so die Frage von uns, warum wollen wir denn Dinge ändern? Naja, wir wollten halt fertig implementieren, was die alte Anlage konnte. Es gab noch einige Dinge, die noch gar nicht gingen. Also Gruppenrufe waren sehr stark begrenzt. Call-Forwards gingen noch nicht. So verzögertes Klingeln ging nicht. Also es waren diverse Dinge noch da, die nicht gingen. Wir wollten die Risse kitten, die sich auf dem Camp gezeigt haben. Also wir hatten so Maintainability-Probleme, die wir in den Griff kriegen wollten. Und eigentlich wollten wir so ein Setup haben, wo man sagt, wir haben so eine Dev, eine Test und eine Port-Umgebung für die Anlage. Und theoretisch kann man dann da vollständig automatisierte End-to-End-Tests laufen lassen, um zu gucken, ob unser gesamtes System funktioniert. So, das war das hehre Ziel. Da sind wir auch heute noch nicht, aber ich glaube, wir sind, das werdet ihr später sehen, guten Schritt näher gekommen. Wir wollten reproduzierbares Deployment für die Anlage bekommen, weil wir gesehen haben, es hat Vorteile für uns, nicht immer dieses ganze Rack mitzuschleppen, sondern es für manche von den Events, auch so wie das Event hier heute, reicht es, wenn die Anlage irgendwo im Internet läuft. Und dann ist es halt für uns von Vorteil, wenn wir sagen können, hier ist so ein leerer Server, bitte darauf einmal installieren. Und wir wollen so, der Civilian hatte nicht auf dem Camp letztes Jahr, sondern auf dem Camp davor das Aufbaudeck gemacht. Da hatten wir uns überlegt, es wäre irgendwie cool, wenn wir dieses Aufbaudeck nicht nur so als minimale Installation laufen lassen können, sondern auch als fully-fledged Event-Phone-System mit all den Features, die ihr kennt und liebt. Deswegen war so ein bisschen so unser Ziel im Kopf, naja, dieses ganze System, das muss irgendwie so auf so einem NUC, Intel-NUC-artigen System irgendwie funktionieren können, also so ein Minimum-PC. Und last but not least, wir wollten, dass all diese Features im EPVPN ankommen, weil das EPVPN kam bisher nur ein Teil davon, also ein Teil der neuen Features, die wir hier implementiert haben. Das war so, wo wir hin wollten. Wie ging es denn dann weiter? Und wir haben Anfang 2020 so eine echte Hacker-Phase irgendwie gehabt, in der wir enorm viel Progress erzeugt haben. Wir waren alle super motiviert nach dem Kongress, hatten irgendwie nicht so sehr den Congress-Blues, sondern haben richtig gearbeitet, Januar, Februar, März, mit dem Ziel wirklich wieder, wir wollen das beim Easter Hack 2020 in Hamburg testen, weil das war so unser Workflow, wirklich neuen Stand der Anlage zu bringen bis zum Easter Hack, da zu validieren, dass alles funktioniert und dann weiter in die großen Events. Und da haben wir dann angefangen, dieses System aufzusetzen, was wir das Nano-POC nennen. Warum Nano-POC? Naja, wir waren immer das POC. Dann gibt es in Karlsruhe das Mikro-POC. Die machen alles so ein bisschen in etwas kleinerem Scale. Und dann haben wir gesagt, naja, aber wir wollen ja noch kleiner werden. Also so Intel NUC. Naja, was denn noch kleiner als Mikro? Naja, Nano. Also machen wir das Nano-POC. Das war also das eine große, was wir gestartet haben. Und das andere war wirklich uns zu überdenken, wie machen wir Telefon-Call-Routing für Gruppenrufe, Forwarding neu. Und da seht ihr hier so ein bisschen als Symbol diesen Baum.
weil wir dann angefangen haben, das baumbasiert zu machen. Da werden wir später noch ein bisschen drüber reden. Und ja, ihr seht es in der Timeline, irgendwann kam Corona und dann hatten wir so ein kleines Intermezzo, haben so eine Corona-Hotline irgendwie noch mit aufgesetzt nebenbei und haben trotzdem irgendwie hart weitergearbeitet. Das Easter Egg ist bekanntlich ausgefallen, stattdessen gab es das DVOG und wir haben es dann aber geschafft, tatsächlich mit diesem neuen System mehr oder minder ja, im DVOG am Start zu sein, haben das da getestet und haben das relativ unbekannt. Ich habe mich eine Weile lang selber nicht dran erinnert. Wir waren im Infrastructure Review vom DVOG und haben bestimmt schon eine Viertelstunde zu Dingen irgendwie was erzählt, die zum Teil redundant sind mit dem heute. Aber ich glaube, das hat fast niemand gesehen, deswegen erzählen wir einfach vieles heute nochmal und auch ein bisschen strukturierter als damals. Ja, was war so diese Idee hinter dem NanoPOC? Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich ausgehend, naja, was machen die Leute draußen? Die Leute machen Infrastructure as Code, ne? Das ist das, was heute jeder macht, das ist irgendwie richtig geil. Einfach nur sagen, was man gerne hätte, irgendein Tool aufrufen, dann wird irgendwie alles in irgendeine Infrastruktur reingeneriert, völlig egal, ob das irgendein Cloud-Dienstleister ist, ob du das bei dir lokal stehen hast. Das wollen wir irgendwie auch erreichen. Also haben wir gesagt, naja, wir spezifizieren irgendwie mal so ein Format, wo man sagen kann, was soll denn die Anlage können, sowohl an Features als auch, wo soll die denn irgendwie deployed sein, was soll da irgendwie so drin sein. Also haben wir uns überlegt, naja, wir machen irgendwie so ein YAML-basiertes File, wo das Deployment drin beschrieben werden soll. Und dann haben wir gesucht, naja, womit kann man denn jetzt einfach so mal irgendwie VMs spawnen, weil das war das, was wir brauchten. Dann sind wir über diese Vagrant-Software gestolpert, mit der ging das dann ganz gut. Und damit haben wir dann auch einfach losgelegt, weil wir auch gesehen haben, das kann dann später zum Provisionieren Ansible benutzen, weil wir gesagt haben, wir haben eh schon relativ viel Ansible, das würden wir gerne weiterverwenden und die Leute bei uns können Ansible. Von daher war das so der natürliche Weg. Und das war dann so das, der erste Wurf, wir nennen es auch irgendwie POC 3.0. Das Ding liest die Deployment Details aus, gibt uns die ganzen VMs, die wir brauchen, ruft dann Ansible auf, um eine Provisionierung der einzelnen VMs zu erreichen mit genau der Software, den Features und der Config, die wir an der Stelle gerne hätten. Und auf dem Muster konnten wir dann jetzt letztlich auch so anfangen, auf eine reproduzierbare und besser maintainbare Art und Weise wieder Features zu entwickeln. Und ja, was ging denn dann los? Dann startete letztlich einfach der große Feature-Creep, insbesondere im Bereich Call-Routing. Weil über die Zeit der neuen Anlage kamen so Leute zu uns und sagten, ah, die alte Anlage, die konnte doch auch hier irgendwie folgendes Feature. Zum Beispiel Rufnummerumleitung oder Rufnummerumleitung mit Verzögerung, also nach 15 Sekunden. Oder wenn besetzt ist bei mir, das konnte die immer. Oder ja, ich habe hier irgendwie so ein Decktelefon und ich habe hier auf meinem Schreibtisch so ein SIP-Telefon und wenn das Deck bei mir klingelt, dann soll er bitte einfach das SIP-Telefon mitklingeln. Die alte Anlage konnte das, mach das doch mal in der neuen auch möglich. Wow, die alte Anlage, die konnte auch SIP-Trunks, mach das mal in der neuen möglich. Und also wäre ja auch cool in so Gruppen, wenn man irgendwie nicht sofort bei einem klingelt, sondern wenn man hier so ein bisschen Second Level in der Gruppe ist, dass ich ja so ein Delay einstellen kann, das könnte auch irgendwie mal möglich machen. Und warum kann man eigentlich keine Leute verschachtelt in Gruppen einfügen? Das wäre doch irgendwie, wir brauchen das. Das wäre für uns total praktisch. Und wäre auch super praktisch, wenn man einfach mal so eine Anlage bei euch hochladen könnte und die anrufen könnte. Und all diese Dinge kamen irgendwie so bei uns an. Wir haben dann lange tatsächlich darüber nachgedacht, wie machen wir das alles möglich. Und das war auch ein langer Prozess, der bei uns ein bisschen gebraucht hat, zu sagen, wie kommen wir denn irgendwie bei einem Routing an, was so generisch ist, dass das diese lange Liste an Dingen auch wirklich abbilden kann, die ihr gerne hättet. Weil uns ist ja wichtig, was ihr gerne hättet. Wir sind glücklich, wenn ihr glücklich seid. Also haben wir natürlich unser Bestes gegeben, um all diese Dinge zu implementieren. Und ihr seht hier so einen Überblick, wie das heute im Guru aussieht. Wir haben, glaube ich, nahezu alles von dem implementiert, was ihr gerne haben wolltet. Und wie das dann hintenrum tatsächlich funktioniert, dazu erzählt euch jetzt der Civilian ein bisschen was. Genau, ihr habt ja die ganzen Features größtenteils alle schon gesehen. Im Guru kann man das an verschiedenen Stellen konfigurieren. Wir brauchen natürlich hintenrum, wenn es mal nicht funktioniert oder wenn wir es weiterentwickeln wollen oder wenn Kunden anrufen und sagen, das geht aber nicht, auch eine Möglichkeit, um das Ganze zu debuggen. Deswegen haben wir eine Visualisierung, wo man ja ganz gut mal erklären kann, wie es so grundsätzlich funktioniert. Also relativ langweiliges Beispiel, das ist eine Call Group, ne, die Nummer 1011 wird von der Nummer 1010 angerufen und das, was passiert, es klingelt bei 3 von 4 Telefonen, weil
Das ist halt eins der Features, die ihr euch gewünscht habt. Einer hat pausiert. Das heißt, der User 1001, ganz rechts, der ist gerade nicht in der Schicht. Dazu gibt es auch passend ein Feature im Guru, was wahrscheinlich relativ viele nicht kennen. Wenn ihr da mal auf Help and Support klickt, gibt es eine umfangreiche API-Beschreibung, über die es auch möglich ist, jederzeit seine eigene Mitgliedschaft in solchen Gruppen zu pausieren, automatisiert. Ursprünglich mal angedacht als Anbindung ans Engel-System, dass wenn die Schicht beginnt, Leute automatisch in die Gruppe reinkommen, wenn die Schicht zu Ende ist, wieder rauskommen. Solche Sachen können damit abgebildet werden. Genau, das ist halt ein relativ einfaches Beispiel, 4 Leute in einer Gruppe. Das geht auch komplexer. Das passiert, wenn ihr die 2000 anruft. Ihr seht auf der oberen Ebene 3 sogenannte Fork Ranks. Das heißt, wir haben diese Gruppenmitgliedschaften erstmal in 3 Untergruppen aufgeteilt, weil sowohl der Bernie als auch der Garvin und Stefan und Esti Second Level sind. Die wollen gerne später angerufen werden. Das heißt, die 5 Leute auf der linken Seite, bei denen klingelt es sofort. 2 Sekunden später klingelt es beim Bernie und weitere 5 Sekunden später klingelt es bei den restlichen Leuten. Und das aber noch nicht alles, weil der Sascha hat noch ein Tischtelefon bei sich stehen. Das heißt, bei dem klingelt nicht nur das Deck, sondern dann auch noch das Tischtelefon, die 2005 in dem Fall. Der Garvin hat sein Deck nie dabei, deswegen hat er sich automatisch oder ein Immediate Forward konfiguriert. Bei dem klingelt es einfach direkt auf einem anderen Telefon. Und ihr seht hier ganz rechts auch den Grund, warum wir nicht nur diese Visualisierung haben, sondern warum das technisch auch so ist, dass in dem Moment, wo ihr anruft, dieser komplette Baum vollständig ausgerechnet wird. Weil wir können Gruppen in Gruppen und wir können auch Loop Detection. Das heißt, an der Stelle ganz rechts wird erkannt, Moment mal, die Nummer klingelt schon, dann brauchen wir die Nummer anrufen. Und diese Bäume können, je nachdem, was ihr an Features da rein konfiguriert, sehr groß und sehr komplex werden. Genau. Dann, ja, GIVOC erfolgreich überstanden. Eine der nächsten Sachen, die wir angegangen sind, ist das sogenannte App-DDI. Da wird der Bernie gleich im Detail was zu sagen. Ich will ein bisschen was zur Historie erzählen. Wir haben, als wir auf dem 35C3 das erste Mal mit der Mitel-Anlage ein größeres Event gemacht haben, schon ja, ziemlich viel Zeit gehabt und investiert, nicht nur vor Ort Deckt anzubieten, sondern auch das sogenannte Hotel Deckt. Das heißt, wir hatten kleine VPN-Router mit dabei, wo dann jeweils eine Antenne dran hing, die wir dann in unseren Hotelzimmern deployed haben, sodass man halt auch, wenn man nach Hause gegangen ist, beziehungsweise ins Hotel gegangen ist, nachts weiterhin erreichbar war und telefonieren konnte. Das Problem an der Sache war aber, dass wir damit auch den Layer-2-Zugang zu den Antennen über dieses VPN machen mussten. Das heißt, wir hatten das Sicherheitsproblem, dass wir es nicht jedem einfach anbieten konnten. Das heißt, Hoteldeck gab es immer da, wo das POC untergebracht war. Und die Ausbaustufe vom Hoteldeck haben wir auch auf dem 35C3 ausprobiert, mehr so als Proof of Concept. Das war dann das Tram-Deck, also Deck in der Straßenbahn, die es in Leipzig gab damals. Wir hatten für den 36C3 auch geplant, dass wir das Tram-Deck als offizielles Feature anbieten, aber es ist, glaube ich, am Ende an der Stromversorgung gescheitert, die irgendwie nicht stabil war. Und die große Idee war immer ein sogenanntes Deutschland-Deck, also Deck auch in Hackerspaces über ganz Deutschland verteilt anzubieten. Und da wird der Bernie ein bisschen was zu erzählen. Eins, zwei, ah, da bin ich. Sehr gut. Genau, wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass das Ganze sich nicht nur auf Deutschland bezieht, sondern tatsächlich auch Leute aus der Schweiz oder noch weiter weg. Daher sind wir vom Arbeitstitel Deutschland Deckt zur Distributed Deckt Infrastructure gewechselt. Kommen damit immer noch auf EPDDI, wenn wir das Event von davor setzen. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Wir sehen ja, wir haben unsere Antennen, die irgendwo an einem Client-Router hängen. Das ist dieser Router, den wir dann auch zum Teil verschicken, gerade wenn wir bei den Remote-Events, war das ja quasi die einzige Möglichkeit, Deckt überhaupt vor Ort in den verschiedenen Hackerspaces hinzukriegen. Dieser Router soll nachher relativ einfach von euch benutzt werden können. Das heißt, wir haben dann eine Schnittstelle gebaut zu unserem Guru 3, der dort entsprechend Konfigurationen hinschicken kann und gleichzeitig sich um Zertifikat-Enrollment kümmert. Da gibt es dann gleich entsprechend mehr zu.
Ja, dieser Router kann dann jeweils mit einem zentralen Gateway sprechen. Wir haben da OpenVPN genommen. Das hängt auch so ein bisschen mit der Wahl des Routersystems zusammen. Es gibt immer wieder die Frage, wieso denn kein WireGuard, wieso denn kein IPsec, wieso denn kein irgendwie anderes. Das war halt einfach da und funktioniert auch relativ stabil. Genau. Unser Gateway bekommt dann wiederum in dem Moment, wo sich der Router verbindet, vom Guru 3 die Information, welches Clientnetz habe ich denn dort. Darüber kann das Gateway dann per DHCP an die Antennen in dem entsprechenden Clientnetz Adressen verteilen und sich um das Routing intern kümmern und schickt auch gleichzeitig wiederum an unseren Guru 3 einen Status zurück, sodass wir da dann sehen können, der Router ist verbunden, ist nicht verbunden. Wie sieht es denn da aus? Die Idee ist tatsächlich, da auch langfristig vielleicht mehrere Events einzubauen, die dann im Guru 3 ausgewählt werden können, sodass man dann mit demselben Router, wenn mehrere Veranstaltungen parallel sind, da auch rüberwechseln kann. Ja, das Gateway ist dann wiederum mit dem über ein OpenVPN direkt mit dem OM verbunden. Wir wissen ja, die Antennen müssen mit dem OM kommunizieren, der da entsprechend das Layer 2 deckt, drüber spricht. Und nachher müssen Sie auch noch den Voice-Kanal öffnen können. Der muss dann zum YAT-DEX terminiert werden. Hier nutzen wir einfach den OM als weiteres Gateway an der Stelle. Ja, wie geht das jetzt? Wie kann ich mir jetzt hier so einen Router nehmen? Da kommen wir an den Punkt, wie kriegen wir denn diese Router da rein? Jetzt kommen wir schon beim Punkt, wir haben so Plaste-Router. Das war so ein bisschen die Idee. Was gibt es denn an einfachen kleinen Kisten, die wir vielleicht auch gut automatisiert, billig durch die Gegend verteilen können? Da haben wir einen tschechischen Hersteller gefunden, der dort Qualitätshardware produziert, namens Mikrotik, meistens in schöne kleine Plastikkistchen einpackt. Die Dinger gab es so für um die 30 Euro. Und was das Ganze kann, ist, die haben eine Skriptsprache auf ihrem System, sodass man tatsächlich relativ einfach, wenn man sich mit abstrusen Programmiersprachen auseinandersetzt, was wir sehr gerne tun, dazu bringen kann, dass sie Sachen machen. Ja, das heißt, im Endeffekt, wir können sagen, wir brauchen einen neuen Router, wir geben diesem Router ein Clientnetz und sagen dann hier, du möchtest den bei dir haben, dann lädt man sich einfach so ein Initialskript aus dem Guru 3 runter, kann das in diese Web-UI dieses Mikrotik-Routers packen und dann beginnt die Magie. So, das ist so ein Vierzeiler. Da steht im Endeffekt nur drin, hole dir ein längeres Konfigurationsskript, was vom Guru 3 dann bereitgestellt wird und dann wird ein Konfigurationsreset auf dem Router gestartet. Der startet dann neu und beginnt mit seiner Initialkonfiguration. So, jetzt wollen wir ja möglichst sicher transferieren. Das heißt, wir machen nicht auf dem Guru irgendwie einen Key und schieben den durch die Gegend, sondern die Kiste ist dann erstmal damit beschäftigt, bei sich lokal einen SSL-Key zu bauen und schickt dann an den Guru 3 einen Sign-Request. Der Guru unterschreibt das Ganze. Dort liegt bei uns halt entsprechend eine CR für die Client-Router, schiebt das Ganze wieder zurück und dann sind diese Geräte fertig provisioniert. Wir haben dann tatsächlich auf den Kisten noch was laufen, was so im Minutentakt beim Guru 3 nochmal anfragt. Sag mal, hast du hier nochmal ein Update für mich, sodass wir auch beliebig später noch Befehle darauf packen können. Wir haben zum Beispiel in Hamburg im Chaos-Treff, hängt irgendwo unter der Decke so ein Mikrotik, jetzt schon seit dem DVOG damals. Irgendwann ist dem das Zertifikat ausgelaufen. Wir konnten auf dem Weg, ohne dass da irgendjemand dran musste, das Teil weiter am Laufen halten, sodass da auch jetzt immer noch fleißig die dort hängende Antenne bei uns im Netzwerk hängt. Ja, damit waren wir dann ganz glücklich, konnten auch sehr schön in Richtung RC3 gehen. Wir hatten ja ein grundsätzlich funktionierendes System, haben dann viel Energie da hineingesteckt, eine wunderbare POC-Welt zu produzieren. Vielleicht hat der ein oder andere auch mal unser Labyrinth im Keller erkundet, die Kakerlaken in der richtigen Reihenfolge gefunden, sich vor diverse Wände gestellt. Wir haben eine Menge Ostereier eingebaut, hatten da sehr viel Spaß mit und das System lief ja eigentlich auch ganz gut. Ja, und dann sind wir dabei so ein bisschen in den Corona-Blues gekommen. Es war irgendwie so, ja, es funktioniert ja irgendwie, man trifft sich ja nicht so viel. Wir haben da unsere Welt, die haben wir dann beim zweiten Mal eigentlich quasi genauso nochmal genutzt und an Features
ist erstmal gar nicht mehr so viel passiert. Ja, und dann kam endlich wieder, man kann Dinge tun. Wir sind zum Easter Hack nach Hamburg gefahren. Dort haben wir dann in dem Gesamtpaket von Metal noch eine Applikation entdeckt, die man in so einen Tomcat reinschieben konnte und damit noch so ein paar Sachen machen konnte. Und da wird der Civilian noch ein bisschen mehr zu erzählen. Genau, also Easter Hack ist ja für uns immer die Veranstaltung, wo wir neue Features ausprobieren. Das Problem ist, dass man dafür neue Features braucht und die hatten wir nicht. Und deswegen haben wir dann auf dem Easter Hack die Locating-Applikation von Metal ausprobiert. Wir haben es leider rausgeworfen. Ich hatte damals, als ich mich 2019 damit beschäftigt habe, auch diese Locating-Applikation schon gefunden und auch die SQL-Injection in der Anmeldemaske gefunden und war dann erstmal fertig mit gucken, weil ist kaputt. Auf dem Easter Hack in Hamburg haben wir es wieder ausgepackt, haben auch sehr viel Spaß damit gehabt, zu gucken, wo denn die PL ist, weil die muss man ja suchen und finden. Und haben dann überlegt, was machen wir damit. Genau, inzwischen heißt das ganze Projekt Wo ist Walter? Was ist die Idee dahinter oder was ist der technische Ansatz? Diese Locating-Applikation von Metal selber kann Punkte auf Bilder malen. Also man kann da so ein Bild hochladen, so ein Gebäude planen und wenn man dann sagt, wo ist denn dieses Telefon, dann gibt es da so einen roten Punkt und dann sieht man, das Telefon ist da. Das ist relativ langweilig. Rein technisch, der Rufaufbau bei DECK funktioniert grundsätzlich immer vom Handset aus. Das heißt, die Antenne selber kann nichts, der OM selber kann auch nichts machen. Das heißt, bei den Metal-Geräten gibt es halt Unterstützung in den Handsets. Das heißt, der OM sendet an das Metal-Handset, sag mir doch mal, wo du bist. Und das, was das Handset dann macht, ist einmal messen, welche Antennen sehe ich und wie doll sehe ich die. Und schickt halt am Ende Empfangsstärke zurück. Das heißt, mit den Metal-Systemtelefonen hat man die Möglichkeit, eine Trilateration zu machen. Man kriegt halt raus, okay, 3 von 5 Antennen sind zu sehen mit folgenden Empfangsstärken und kann dann überlegen, wo malt man die hin. Und mit GAP-Geräten geht das leider nicht so gut, also mit Gigaset-Standard-Decktelefon. Die können halt diese systemspezifischen Befehle nicht. Das heißt, an der Stelle gibt es halt nur die Möglichkeit, dass die Antenne misst, wie sehr empfange ich denn das Gerät. Aber es ist halt immer nur eine Antenne, wo man das messen kann und das Handset entscheidet, welche Antenne das ist. Das heißt, man kriegt halt eine grobe Größenordnung, an welcher Stelle vom Gebäude könnte denn das Telefon jetzt sein. Wir haben bei uns schon ganz am Anfang dieses Kartenfeature eingebaut. Einige werden es schon gesehen haben, kommt im Infrastructure Review ab und zu vor. So sieht der Plan hier auf dem Easter Hack aus. Das heißt, jedes grüne Kästchen ist eine von unseren Antennen. Die Linien dazwischen ist, wie gut die sich sehen. Und wir haben das Ganze halt auf einer OpenStreetMap-Karte visualisiert, damit wir halt wissen, wo sind unsere Antennen, wie ist die Abdeckung, wo müssen wir gegebenenfalls noch was hinstellen. Und hatten dann überlegt, fürs Camp in Vorbereitung, lass doch mal schauen, was passiert, wenn wir einfach gucken, wo ist dieses Gerät und das auch auf diese Karte malen und haben dann, Garvin und ich haben einen Rundgang gemacht, haben halt einfach mal von unseren Telefonen aufgezeichnet, wo die sind und das in die Karte gemalt und festgestellt, boah geil, kannst du wegwerfen. Wir hatten dann auf dem Camp selber so eine kleine Challenge, Hacker-Challenge, wer kann denn aus diesen Rohdaten was Sinnvolles rausrechnen? Auf dem Camp selber haben wir es, glaube ich, nicht so weit getrieben, aber ich hatte danach noch ein bisschen Langeweile. Und wenn man sich Mühe gibt und Garvin einem die richtigen Stichworte sagt, die man implementieren muss, dann kommt da auch was raus, was echt gut funktionieren könnte. Also ihr seht, wir haben wirklich einen Rundgang gemacht und sind halt einmal über das gesamte Campgelände gelaufen. Wir waren bestimmt eine Stunde unterwegs oder so. Man muss währenddessen nicht telefonieren, aber das ist die Genauigkeit, die man halt mit so einem Metal-Gerät hinbekommt. Mit einem normalen GAP-Gerät ist da deutlich weniger zu holen. So, die Frage ist, was machen wir damit? Nix. Wir sind eine Hacker-Veranstaltung, niemand von uns will wissen, wo ihr seid. Deswegen ist das Feature normalerweise aus. Das ist auch bei Metal grundsätzlich ein Feature, was pro Handset einzeln zu aktivieren ist und was kostenpflichtig ist, und zwar für die Anzahl an Geräte. Also wir haben gar nicht die Möglichkeit, alle Geräte dauerhaft zu überwachen. Wir müssen uns halt überlegen, welche wollen wir orten und ab dem Zeitpunkt, wo wir es für ein Gerät einschalten, können wir dieses Gerät orten. Es gibt keine Pläne, dass wir das grundsätzlich anschalten, aber das CERT hat Interesse bekundet.
Wir können da noch nicht sonderlich viel zu sagen, weil noch nichts final entschieden ist, aber es gibt die Überlegung, gerade für Notfälle beziehungsweise für die Leute vom CERT, dieses Feature bereitzustellen, sodass der Dispatcher beim CERT zum Beispiel weiß, okay, wo sind die Runner gerade unterwegs, und halt überlegen kann, welchen Runner schickt er jetzt zu einem Notfall. Und es gibt auch Überlegungen, dass in dem Moment, wo jemand zum Beispiel die 112 anruft, automatisch das Decked Locating eingeschaltet wird für eben diesen Teilnehmer, um dem CERT anzuzeigen, ey, ihr müsst übrigens in diese Himmelsrichtung rennen. Genau. Davon abgesehen, wir sind halt ganz am Anfang, wir sind ja noch in der Planungsphase, aber wir haben was man zeigen kann. Genau. Nach dem Camp ist Kongress und auf dem 37C3 featuremäßig hat sich nicht viel getan, aber wir haben einen neuen Service angeboten, Blind Decked, like Yova before. Wer die Details wissen möchte, wir haben es damit in das Closing geschafft. Die gehen da, glaube ich, etwas genauer darauf ein, was das ist und wie es funktioniert. Am Ende geht es darum, Hacker zu verkuppeln. Also wer da Details wissen möchte, schaut euch gerne das Closing vom Kongress an. Genau. Ah ja, ein Feature hatten wir auch noch auf dem Kongress. Gavin hat es schon erwähnt, wir können ZipTrunk. Kurz nochmal zum Hintergrund. Ihr könnt euch im Guru eine Nummer klicken, eine vierstellige. Wenn ihr dann nett fragt beim POC, dann können wir da gerne auch eine fünfstellige draus machen oder eine sechsstellige. Aber manchmal gibt es ja auch die Anforderung, okay, ich hätte ganz gerne die vier Ziffern plus alles, was danach kommt, in random. Das heißt, wir haben im Guru einen Haken drin, den können wir setzen. Wir können aus jeder Nebenstelle, die ihr euch klickt, einfach einen Trunk machen. Das heißt, ihr könnt dann einen Asterisk oder einen Yate dahinter stellen und könnt halt dann 5, 6, 7, 8-stellige Nummern haben und damit Applikationen bauen und irgendwelche Features entwickeln und Dinge ausprobieren. Und als wir das damals gebaut haben, hatte Gavin vor 3 Jahren, oder 4 Jahren sind es heute, seine Glaskugel angemacht, weil wir hatten die Überlegung, naja, dann kann man ja da auch eine Pixelflut draus bauen. Und haben dann auf dem Kongress festgestellt, dass wir sehr, sehr viele gleichzeitige Anrufe haben und dass unser System etwas unter Last steht. Und nachdem Gavin mich fragte, sag mal, weißt du, was da los ist, meinte ich, ja, ich habe hier der Pixelflut einen Trunk geklickt. Und dann haben wir uns gefragt, Moment, sind die fertig? Haben die Pixelflut ausgemacht? Nee, die haben den Yate ausgemacht. Und die haben es ernsthaft geschafft, unsere Telefonanlage mehrfach zu crashen. Wir haben glücklicherweise drei Core-Dumps, von denen einer oder zwei hilfreich sind. Es ist auf jeden Fall ein Bug im Yate. Wir sind noch nicht ganz fertig mit der Analyse. Wir sind noch am Forschen und Suchen und wir sind vor dem Reproduzieren. Also falls jemand zufällig so eine ZipGo-Implementierung hat, die viel gleichzeitig anrufen kann, automatisiert, dann können wir da Unterstützung gebrauchen. Genau, die Glaskugel hatten wir gerade schon. Und vor 3 Jahren hatte Gavin dann auch schon gesagt, dieser Vagrant muss auf mittlere Sicht weg. Der Hintergrund war, dass wir für die ganzen Ansagen und die ganzen Audio-Files, die wir abspielen, wenn man die Erna anruft und so weiter, auf mehreren von denen jetzt die gleichen Audio-Files brauchen. Das heißt, je nachdem, ob man jetzt ein SIP oder ein Deck-Telefon hat, kriegt man ja die gleichen Ansagen. Und deswegen hatten wir da so einen Shared-Folder gemountet und das ging durch dieses Vagrant durch. Keiner weiß genau wie. Es war auf jeden Fall nicht rebootfest, das war das größte Problem. Also die ganze Anlage, wenn irgendwas passiert, startet neu und dann gibt es keinen Ton mehr. Und das war der Grund vor 3 Jahren schon, dass das Vagrant auf mittlere Sicht weg muss. Und wie und ob erzählt euch der Bernie. Genau, wir haben dann tatsächlich nach dem Kongress in der Vorbereitung auf diese Veranstaltung uns hingesetzt und gesagt, okay, das muss jetzt mal schnell weg. Da haben wir einfach kontinuierlich Schmerzen mit. Wir erinnern uns noch mal so ein bisschen an das Vagrant. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, wir hatten so vor einiger Zeit mal erlebt, dass auf unserer Anlage komische Dinge passieren.
hatten dort eine gewisse Sicherheitsschwankung. Das ist aber bei uns im Blog detailliert beschrieben worden, was da ist. Es stellte sich heraus, dass Vagrant sagt, wenn es diese Maschinen hochfährt, ich habe jetzt einen unsicheren Key gefunden, den ersetze ich, hat aber trotzdem auf SSH Vagrant als Standard-Login auf alle Systeme. Das Ding hat dann wiederum Sudo-Rechte, weil man soll ja ganz einfach mit diesen Systemen was tun. Das hat uns damals schon so ein bisschen daran zweifeln lassen, wie es denn so überhaupt mit Sicherheit und anderem in diesem Kontext bestellt ist. Dann gerade, wir haben ja mehrere, viele größere Maschinen, haben festgestellt, ja, irgendwie ist man der Meinung, in so einem Debian, in so einem Vagrant, da müssen ganz viele Tools drin sein, da läuft so ein Memcache, die irgendwie noch zig andere Dinge, die Standard-Image-Größe kann auf 120 GB anwachsen, was ein bisschen spannend wird, wenn man anfängt, da System-Decorder drauf zu werfen und sich irgendwann wundert, warum haben wir denn so viel Platz weg. Man muss ein bisschen nachtreten und herumpatchen, damit man so Sachen wie Discard ans Laufen kriegt, damit die Images wieder ein bisschen sinken in ihrer Größe irgendwann. Dann gibt es so ein paar Dinge mit Netzwerkkonfigurationen. Es gibt so einen Standardweg. Ja, du hast hier so einen Typ, also so ein magisches Netzwerk, in dem sind deine Maschinen alle drin, kriegen bei jedem Reboot auch mal eine neue IP da drin. Da machen wir irgendwie NAT, dann kommen wir ins Internet. Und damit ist man bestimmt glücklich. Wenn man dann anfängt, das Ganze so ein bisschen zu erweitern, stellt man irgendwann fest, ja, es gibt da so Netzwerkpakete, die haben auch ein GitHub. Da kann man auch einen Merge-Request einstellen. Dann kann man auch mal so ein Jahr warten oder 2 Jahre warten. Und da passiert nicht besonders viel. Das hat uns dann schon dahin geführt, dass wir angefangen haben, über Ansible unsere Netzwerk-Config in diese Maschinen reinzuwerfen, weil wir festgestellt haben, Upstream ist irgendwie so, will nix, brauchen wir irgendwie nicht. Genau, und in Summe, ne, Civilian hat es eben schon erwähnt, diese Sache mit dem Share, da wird die Maschine wird gebootet, dann wird da irgendwie ein Share reingeschoben, obwohl da Libvirt im Hintergrund ist, was andere Möglichkeiten hätte. Auch das war alles so ein bisschen störend. Besonders schön ist auch das Image eines weiteren Systems, was wir benötigen für den OM als Basis, die halt sagen, aber auch Red Hat Enterprise Linux oder CentOS. Beim CentOS Vagrant Image wird dann auch zum Beispiel einfach mal mit rsync der gesamte Vagrant Tree nochmal reingeschoben beim ersten Booten, weil man braucht da bestimmt ganz viel Daten drin. Ja. Wir haben uns also entschieden, ja, das Vagrant ist irgendwie störend, das ist unangenehm. CentOS ist ja sowieso inzwischen so ein Sonderfall. Man kann da irgendwelche Streams machen oder auch nicht und es wird Rolling Release oder stirbt vielleicht so komplett. Also haben wir uns entschieden, es gibt da eigentlich eine Lösung für, das muss beides weg. Wir haben uns gedacht, okay, was gibt's denn? Haben so an verschiedene Dinge gedacht, ob man das vielleicht in dem Zuge dann dockerisiert, vielleicht was mit Kubernetes macht, irgendwelche fancy Technologien, vielleicht auch mit NixOS oder ähnliches. Haben aber dann festgestellt, eigentlich das Eventphone hat eine große Liebe dem Debian gegenüber. Wir haben mindestens einen Debian-Maintainer auch bei uns im Trupp, der auch hier und da sehr gut sich um Pakete kümmern kann. Und es ist auch tatsächlich sehr praktisch, einfach mal so eine voll funktionsfähige VM zu haben, um da mal drauf zu gehen, zu debuggen. Haben uns also entschieden, okay, das Ganze muss mit Debian funktionieren. Und haben auch tatsächlich festgestellt, mit Alien und ein paar Dingen kriegt man auch diesen OM relativ leicht auf Debian ans Laufen, weil die fast alles, was sie brauchen, einfach statisch mitliefern. Bisschen spannend ist, sie sind i386-Architektur, das ist alles noch nicht 64-Bit. Mal gespannt, wann sich da was tut. Ja, wie funktioniert das Ganze am Ende? Wir haben gesagt, okay, wir bleiben weiterhin bei unserem Ansible, dann können wir den größten Stack einfach übernehmen, den wir haben. Jetzt müssen wir aber irgendwie diese ganze VM-Verwaltung selber machen. Ja, stellt sich raus, es gibt ein Tool, das heißt Wirt Install aus diesem Libvirt-Konglomerat. Dem kann man einfach vom Debian Installer ein Basispaket geben, den Kernel geben und in das initrd direkt ein paar Sachen mit reinschieben. Dann gibt es einen Preseed-File. Dann installiert einfach der Debian Installer unser System so durch, wie wir es haben wollen. Wir haben also jetzt die volle Kontrolle auf das Ganze und haben dann am Ende
ein Basis-Image. Wir lassen am Ende noch so ein paar Skripte laufen, die den Netzwerk-Config erstmal wieder rauswerfen, damit wir da wieder reinkommen. Ja, dann nutzen wir jetzt weiter Libvirt in Verbindung mit Ansible. Wir nehmen unser Basis-Image und können dann entsprechend Spare-Images oben drauf packen. Und als erstes spawnen wir da eine Gateway-VM, die sich nachher um das gesamte Netzwerk kümmert. Jetzt haben wir ja nicht mehr dieses magische Netzwerk, was irgendwie dafür sorgt, dass man da irgendwie per SSH oder so draufkommt. Und unsere Basis-Image hat am Anfang ja auch keine Netzwerk-Config mehr. Stellt sich raus, es gibt einen Ansible QEMU-Agent-Adapter. Der QEMU-Agent kann, wenn er in der VM installiert ist, von außen über Libvirt angesprochen werden. Wir können Dateien da reinschieben, da rausziehen, Befehle da reinwerfen. Man kann quasi dem Ansible sagen, nutze nicht mehr SSH, nutze den QEMU-Agent. Du hast ja hier das Libvirt und es funktioniert einfach genauso weiter. Das hat uns sehr viel Arbeit erspart. Die Arbeit, die wir hatten mit der Netzwerk-Config schon beim Vagrant vorher, konnten wir einfach weiterverwenden. Und sobald unsere Gateway-VM hoch ist, kommen wir entsprechend zu den weiteren VMs, die dann alle entsprechend parallel durchdeployed werden. Und das Ganze sorgt inzwischen dafür, wir können unsere Deployment-Details nehmen, können nachher einmal sagen, nachdem wir ein paar Pakete auf so einem Standard Debian installiert haben, hier Ansible Playbook, das System kommt komplett hoch von der ersten VM, die immer frisch aus den Debian-Quellen gebaut wird, bis hin zum Ergebnis und haben ein lauffähiges System. Und dann übergebe ich an den Zivilien. Genau, das ist ja der Vollständigkeit halber. Netter Screenshot von GitHub, github.com/eventphone. Genau, ich will auf ein paar Sachen eingehen. Also die erste Sache, unten links, nein, unten rechts, ihr seid ja andersrum. RFP-Proxy, wir haben es damals beim 36C3 angekündigt, dass alles, was wir im Rahmen von MyFail gefunden und gemacht haben, dass das alles Open Source ist. Das hat leider länger gedauert als geplant. Das ist dann doch erst irgendwann Ende 2020 passiert. Hintergrund ist, dass wir in Vorbereitung fürs Easter Hack beziehungsweise DVOG nochmal genauer drauf geschaut und noch die ein oder andere zusätzliche Sicherheitslücke gefunden hatten. Die sind inzwischen alle behoben, aber der Code ist, ja, ihr könnt nachschauen, was da so Schönes noch drin ist. Wer so mit MyTel rumspielen will, wer in den Traffic zwischen dem OM und den Antennen reinschauen will, kann sich da an dem Repo bedienen. Das wird auch kontinuierlich weiterentwickelt. Wir versuchen das immer an die aktuellen Versionen anzupassen. Hängen da momentan ein bisschen hinterher, aber genau. Wir sind dran. Yate, ja, wir haben halt die ein oder andere Anpassung machen müssen, damit der Yate bei uns so funktioniert, wie er funktionieren soll. Da findet ihr auf jeden Fall die ganzen Patches, die wir dafür entwickelt haben. Ist ein bisschen schwierig, die Upstream zu kriegen, falls da jemanden kennt. Genau, das Osmocom-Team ist auch schon mit dabei, hat auch eigene Anpassungen gemacht, die findet ihr auf jeden Fall da. Das YWSD ist unser neues Routing. Yate, was? Wie hieß das? Yate Wählsystem Digital, genau. Das ist auf jeden Fall das, was diesen wunderhübschen Baum berechnet und das die gesamten Routing-Entscheidungen trifft. Alle Features, die ihr im Guru klicken könnt, die befinden sich da drin wieder. Das MGR-Repository hatte Garvin schon erwähnt. Das ist die Komponente, die alles aus dem Guru in die Anlage und wieder zurückschiebt. Das MGR und das Guru 3 Repository, die sind ein bisschen speziell, weil unser Ziel ist es nicht zu sagen, hier habt ihr den Code, baut euch Eventphone selber. Insofern haben wir bei den beiden Repositories nicht vor, aktiv auf GitHub zu entwickeln. Das heißt, ihr findet dort Snapshots ohne Historie, beziehungsweise mit sehr wenig Historie aus Gründen und wegen Passwörtern und so. Aber wer reinschauen will, wie es funktioniert, beziehungsweise wer verstehen will, warum die Rechnungen im Guru so aussehen, wie sie aussehen, der kann zumindest nachschauen. Wenn ihr was findet, wenn ihr Ideen habt, macht gerne Issues auf. Wir sind da offen, aber wie gesagt, wir werden den Code an der Stelle nicht aktiv entwickeln, aber versuchen regelmäßig zu aktualisieren. Und das Hotline, das ist was ich euch ans Herz legen möchte. Das ist die Hotline, die wir ja ursprünglich zu Beginn von Corona entwickelt haben. Und das ist ein sehr schönes Beispiel für baut euch selber Applikationen und hängt sie an unserer Anlage. Da ist ein Tickle-Beispiel und ein Python-Beispiel drin, wie man auf Anrufe antworten kann, wie man Ton abspielen kann oder irgendwelche Ansagen abspielen kann. Interaktives Menü mit bitte gib deine Postleitzahl ein und am Ende wird ein HTTP-Request gemacht. Da könnt ihr euch dann auf jeden Fall alles Mögliche hinten dran schrauben, was ihr wollt. Insofern schaut da einfach gerne mal rein.
Dann darf der Garvin noch was zum Ausblick erzählen. Nein, der Bernie, entschuldige. Genau, der Bernie ist erst nochmal dran. Der hat noch was zu Open Source Dingen. Genau. Ja, wir hatten ja schon ein bisschen vom Corona Blues erzählt, aber es gab tatsächlich noch einen Punkt, um den wir uns dann tatsächlich gekümmert haben, war, wir wollen ja ein bisschen mehr DECT-Kompatibilität, vielleicht auch mit mehr DECT-Geräten irgendwann mehr Features implementieren. Man weiß ja, das Telefonbuch zum Beispiel ist am DECT häufig eine Sache, die gar nicht das Endgerät selber errechnet, sondern die einfach von der Anlage als Zeigefolgendes an dorthin geschoben wird. Ja, eine kleine Sache haben wir ja schon mal geschafft, dass Telefone einer Firma, die sich mit audiovisuellem Marketing beschäftigt, aus Berlin bei uns besser funktionieren. Das ging noch durch einigermaßen dort hineingucken, aber wenn man wirklich in die Tiefe will, gibt es eigentlich nur noch ein Tool, auf das man sich am Ende verlassen kann, das ist Wireshark. Dort gab es bisher, also vorher noch nichts, was DECT auseinandernahm auf dem Layer 2 und aufwärts. Es gab ein paar Sachen, die den Layer 1 zerlegt haben, noch aus dem Detected-Projekt heraus. Wir sind dann tatsächlich hingegangen, haben angefangen, den Standard darüber weiter auseinanderzunehmen und als Dissector in Wireshark zu implementieren. Und in der letzten stabilen Version ist das auch tatsächlich im Standard Wireshark drin. Man sieht aber doch gerade auch hier in so einer Nachricht, die sich zum Beispiel auf das Telefonbuch bezieht, sofort den Punkt, es gibt hier Escape to Proprietary. Danach macht jeder Hersteller irgendwie sein eigenes Ding. Also da ist auf jeden Fall noch viel Forschung nötig. Was machen denn die Geräte nachher mit dem Ziel? Vielleicht können wir es nachher ändern und entsprechend mehr Kompatibilität einbauen. Jetzt haben wir ja schon gehört, diese Antennen machen so ein bisschen Verschlüsselung zwischen OM und Antenne. Wir gucken aber sowieso über den RFP-Proxy hinein und der RFP-Proxy liefert uns einen PCAP-Stream, mit dem wir dann das Ganze direkt an Wireshark schicken können. Und das Wireshark kann uns dann entsprechend die Pakete live auseinandernehmen. Also da kann man noch eine Menge Dinge in Zukunft sicherlich auseinandernehmen und einbauen. Ja, der Bernie hat da sehr viel Fleißarbeit investiert, das zu implementieren und zu upstreamen. Ich denke, das ist einen kurzen Applaus wert. Gut, dann davon ausgehend, das war so ein bisschen, was haben wir denn sonst eigentlich gemacht? Was steht denn bei uns eigentlich noch auf der Liste von Dingen, die für die Zukunft irgendwie passieren sollen? Von verschiedenen Leuten kam so der Wunsch, ja, es wäre irgendwie ganz cool, wenn man so Opt-in vielleicht auch irgendwie einen Einzelverbindungsnachweis bekommen könnte. Wen habe ich denn überhaupt angerufen? Offensichtlich erinnern sich manche Leute da irgendwie nach 10 Minuten nicht mehr dran, wen sie angerufen haben und wollen das dann nochmal wieder wissen. Das ist was, über das wir nachdenken. Dann gibt es häufig von Teams irgendwie die Anfrage, wäre irgendwie cool, wenn ich nicht mit meiner Telefonnummer irgendwo anrufen könnte, sondern mit der Gruppe, die wir eigentlich sind, sodass, wenn ich jemanden anrufe, die Leute zum Beispiel, wenn die einen Missed Call haben, sehen, sie müssen die Gruppe zurückrufen und nicht individuelle Personen. Das ist was, das kann das Routing schon, aber da fehlt noch so ein bisschen UI für. Da sind wir am Überlegen, wie wir das machen wollen. Seit ja, auch langer Zeit steht bei uns so Anrufbeantworter als ein so ein Feature auf der Liste, was wir irgendwie gerne euch zur Verfügung stehen wollen, dass dann der Anrufbeantworter dran geht und ihr vielleicht auch eine E-Mail kriegt, wenn jemand euch auf einen Anrufbeantworter gesprochen hat, ihr das mit dem Telefon abhören könnt, vielleicht auch im Web abhören könnt über den Guru. Das waren so Themen, die uns rumtreiben. Und es kam immer wieder mal so die Anfrage, ja, irgendwie könnt ihr nicht irgendwie ein Tool bereitstellen, mit dem man so einfach so diese Hotlines irgendwie bauen kann. So, das spielt irgendeinen Sound ab, dann drückt man irgendeine Nummer, dann spielt das vielleicht irgendeinen anderen Sound ab und irgendwann, so am Ende, wenn dann irgendwie eine bestimmte Kombination irgendwie gedrückt wurde, kann das dann vielleicht so ein Webhook callen oder sowas? Das war sowas, das brachte uns auf die Idee, wir könnten ja mal irgendwie über die telefonorientierte Programmierung nachdenken, ob man irgendwie euch was zur Verfügung stellen könnte, dass das noch einfacher macht, wo ihr es vielleicht auch einfach irgendwie im Guru zusammenklicken oder irgendwie einfach in so einer kleinen DSL zusammenschreiben könnt. Das ist auch bei uns auf der Liste von Dingen, über die wir im Moment nachdenken, was so ja, an Features jetzt noch kommen könnte. Und das war es eigentlich dann auch von unserer Seite für heute. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Zeit für Fragen. Insofern allerbesten Dank, dass ihr gekommen seid von unserer Seite.
Tschüss und Böö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 
dumme Statistiken, du hast dein Telefon x-mal benutzt mit y Minuten und hier die Rechnung. Übrigens, ich muss euch noch einen Cent geben. Ja, das geht in die Richtung Einzelverbindungsnachweis bzw. Anrufbeantworter. Also Einzelverbindungsnachweis, um halt dann sagen zu können, wie lange ihr telefoniert habt, wie weit wir das treiben, wie detailliert das wird mit Opt-in, das ist alles noch nicht entschieden. Und auch beim Anrufbeantworter haben wir das Problem, dass wir das Audio-File, also die eigentliche Sprachnachricht, dann irgendwie sinnvoll wieder zu euch zurückbringen müssen. Da war die Überlegung, dass wir die Sachen im Guru darstellen. Wenn wir das haben, können wir auch drüber nachdenken, verpasste Anrufe im Guru anzuzeigen. Also klar, warum nicht? Ich habe eine Frage, beziehungsweise eher vom Kumpel eine Frage. Wird Fax unterstützt oder ist geplant, Fax zu unterstützen? Wir können faxen. Ja, wenn du einen Fax mitbringst, dann kannst du faxen. Oder meinst du jetzt irgendwie so als Webfax? Beides wäre natürlich super, aber Fax generell geht schon. Ja, also wenn man Fax hat, kann man das als ZIP, also brauchst du wahrscheinlich entweder als ZIP oder halt irgendwie mit einem ZIP, mit so einem Audio-ZIP-Wandler, der analoge Telefone anschließen kann. Das geht, das haben wir auch regelmäßig im Einsatz, zumindest beim Kongress, weil Dollarärzte, Apotheken, Behörden besonders gerne Faxe verschicken und empfangen. Und deswegen ist beim Kongress ist eigentlich immer eins da. Hier haben wir jetzt diesmal keins. Webfax haben wir, glaube ich, noch nicht drüber nachgedacht. Okay, alles klar. Dankeschön. Gibt es sonst noch Fragen? Ich glaube, vorhin gingen noch ein paar mehr Hände hoch. Ja, sonst, wir sind ja noch eine Weile da. Ihr findet uns am Richtung Lounge, in diese Richtung vom Gang. Auf der rechten Seite ist das POC zusammen mit der Chaosvermittlung, die nochmal eine etwas ältere Generation Telefonie euch demonstrieren können. Kommt gerne vorbei, guckt euch sowohl die ältere Telefonie als auch die etwas modernere Telefonie an. Wenn irgendwelche Fragen sind, einfach immer kommen, fragen. Wir erzählen euch gerne was dazu, wie es funktioniert.